Ich wusste es nicht, dass so ein Stipendium für ein so kurzes Praktikum gibt, und vor allem für Pflichtpraktika, deswegen war es ganz gut. Hi, ich bin die Luna. Ich mache ein Praktikum im Uniklinikum La Pitié-Salpêtrière und ich bekomme eine finanzielle Unterstützung vom DFJW. Komm mit! Also erstmal muss ich mich umziehen. So. Dann gehe ich zum Patient, ich stelle viele Fragen und dann machen wir eine klinische Untersuchung und dann erzählen wir alles zum Assistenzarzt. Eigentlich bin ich in Frankreich aufgewachsen, aber meine Mutter ist Deutsche, deswegen bin ich nach Deutschland gegangen, um zu studieren. Und ich habe schon dort ein Praktikum gemacht und wollte ein bisschen nach Frankreich gehen, um kulturelle Unterschiede zu sehen. Eine Frau aus dem internationalen Büro von meiner Fakultät hat mir den Link geschickt von Ophage und dann irgendwo habe ich gesehen, dass da ein Stipendium war und dann habe ich mich beworben. Und da ich in Deutschland studiere und ich wollte nach Frankreich, fand ich das perfekt. Es war relativ simpel, man muss nur Motivationsschreiben machen und Dokument sammeln von der Uni und dann muss man das online schicken und dann bekommt man relativ schnell eine Antwort. Ich bin jetzt in der Rheumatologie und man arbeitet mit vielen anderen Abteilungen vom Krankenhaus und das fand ich gut, weil man spricht mit Leuten aus der Orthopädie, aus der Dermatologie, aus der Onkologie. Man arbeitet mit Physiotherapeuten. Das ist sehr pluridisziplinär. Das fand ich ganz gut. In Frankreich, ich finde, dass Studenten viel schneller Verantwortung im Krankenhaus haben und auch mehr Arbeit. Das hat Vorteile, weil man dann hier viel mehr lernt, aber auch Nachteile, weil man auch mehr arbeitet. Bewerbt euch auf jeden Fall. Erstmal, weil es etwas bringt, im Ausland ein Praktikum zu machen, aber auch mit dem Stipendium kann man einfach mehr machen. In meinem Fall, da ich in Paris bin, konnte ich mehr Sachen machen wie Museum und es hilft einfach, ein normales Leben zu führen und ein gutes Praktikum zu führen.